Und wir können loslegen. Dobrý den, Honza Panečka z Mladé fronty dnes. Chci se zeptat, jaký jste měl tep v poslední vteřině? A potom případně, co ta remíza znamená? Hallo, Coach. Wie ging es Ihrem Puls in den letzten paar Sekunden in diesem Spiel und was machen Sie mit diesem, was sagen Sie zu diesem Unentschieden? Ja, in den letzten Sekunden waren es 3-1. Das war ein echter Schreckmoment, aber wir haben es überlebt. Wenn man sieht, wie viel Energie die Jungs heute hatten, wir möchten noch nicht heimgehen. Wir werden bis zum Ende kämpfen gegen die Türkei, damit wir in die K.O., damit wir es in die K.O.-Runde schaffen. Tomáš Petr, Český rozhlas, dobrý večer. Já se chci zeptat, jestli jste to taky cítil tak, že herně to byl třeba nejlepší zápas za tu dobu, co jste od národního týmu a co podle vás chybilo tomu, aby to nakonec dopadlo? Hatten Sie das Gefühl, dass das das beste Spiel der Nationalmannschaft war, seit Sie dabei sind? Und was hat gefehlt für ein besseres Ergebnis? Ich möchte meinen Spielern danken dafür, wie sie heute gespielt haben, wie sie aufgetreten sind. Wir wissen, wie unser Gegner spielt und sie haben die Konter des Gegners gesehen, wie schnell deren Offensivspieler sind und sie waren sehr gefährlich. Wir hatten 26 Torschüsse, haben nur ein Tor geschossen, haben sogar beinahe noch verloren am Ende, aber so ist der Fußball. Aber ich möchte meinen Spielern danken für deren Energie und für deren energetisches Auftreten. Wir haben also überlebt, wir haben jetzt 4 Tage, um uns zu erholen und dann müssen wir im letzten Spiel alles geben, müssen kämpfen. Die Fans, wie sie uns hier unterstützen, das ist etwas, das man auch nicht alle Tage erlebt. Deshalb möchte ich an dieser Stelle auch den Fans herzlich danken. Trainer, war es sehr kompliziert, die Startelf aufzustellen, vor allen Dingen Antonín Barák, der eher krank war. Am Ende kam er dann doch noch für ein paar Minuten. Und wie sieht's aus bei Patrick Schick? Also gestern Abend hatte Barák erhöhte Temperatur. Heute Morgen war die Temperatur okay, aber er fühlte sich immer noch nicht so gut. Also da muss irgendein Virus umgehen. Deshalb sagte ich ihm, dass er nicht in der Startelf stehen würde. Aber wenn er von den Ärzten das okay bekommen würde, käme er für 15 Minuten rein. Das haben wir also so gemacht. Ich wusste, dass er unbedingt spielen will und er ist natürlich ein großartiger Spieler. Jeder Spieler will spielen, aber der Doktor sagte höchstens 15 Minuten und ich sah dann mit eigenen Augen, dass er nicht zu 100% fit war. Trotzdem konnte er der Mannschaft helfen und ich denke, dass er fürs nächste Spiel bereit sein wird. Was Patrick Schick betrifft, der wird momentan, der wird morgen im Krankenhaus weiter untersucht und dann werden wir sehen. Denken Sie, dass Sie zu viel Pech haben bei diesem Turnier, denn es gab ein aberkanntes Tor, Verletzungen, Robin Hanac spielte sehr gut, aber hatte so viel Pech mit diesem Handelfmeter heute. Naja, wir werden sehen. Es ist ja noch nicht das Ende. Klar hatten wir bei einigen Situationen Pech, aber vielleicht haben wir dafür etwas Glück beim nächsten Spiel. Any other questions? Gibt es weitere Fragen? Petr Havlík, ČTK, trenér, jak by byl nepříjemný případný zranění teda Patrika, kdyby vypadl na ten poslední zápas, protože to klíčový hráč? Wenn Patrick Schicks Verletzung ernsthaft sein sollte, wäre das sehr schlimm. Er ist doch ein Schlüsselspieler. Ja, er ist ein Schlüsselspieler. Er weiß, wie man Tore schießt. Aber wir haben andere Spieler, die auch Tore schießen können. Huchta, Lingre. Wir haben einige Jungs, die Tore schießen können. Und auch sie verdienen ihre Chance. Tschechien verdient seine Chance, im Turnier zu bleiben. Momentan sind wir nicht sehr optimistisch, was die Verletzung von Patrick Schick angeht. Aber so ist das nun mal. Co říkáte na výkon Vladimíra Coufala? Myslím si, že oproti Portugalsku to byl velký rozdíl. Díky.
Wie sieht's aus mit Wladimir Zufall? Er hat besser gespielt als gegen Portugal. Ja, dem stimme ich zu. In diesem Spiel haben wir ihn so gesehen, wie er bei West Ham spielt, warum er so wertvoll ist. Er hat viele Flanken in den Strafraum geschlagen, hat seine ganze Erfahrung auf den Platz gebracht, hat gut angegriffen, gut verteidigt. Eine wirklich sehr gute Leistung. Eine Folgefrage dazu zu Wladimir Zufall. Er hat die Eckbälle geschossen, das ist nicht sehr typisch. Aber er hat eben auch die Vorlage zum Tor gegeben. Wie kam es dazu, dass sie ihn die Ecken schießen lassen? Das lag daran, weil Provod in diesem Moment etwas gehumpelt ist, vom Platz gehumpelt ist. Also brauchen wir jemanden mit großer Qualität, um eben eine gute Flanke, einen guten Eckball zu schießen. Und das hat Wladimir Zufall gemacht. Sehr präzise, sehr scharf, sehr stark. Also vielleicht sollten wir ihn öfter Ecken schießen lassen. Bei seinem Verein in West Ham schießt er nicht wirklich die Ecken, aber heute hat er gezeigt, dass er das kann. Wie werden Sie jetzt weiterarbeiten mit der Mannschaft, um sie zu motivieren, um den Glauben aufrechtzuerhalten nach so viel Pech heute? Naja, wenn man sich in der Kabine umschaut, wenn man den Jungs ins Gesicht schaut, ich habe sie jetzt nach dem Spiel gesehen, ich glaube nicht, dass sie aufgeben. Ganz im Gegenteil, wir werden unser Bestes geben bei diesem letzten Spiel, 110% aus dem Kader rausquetschen. Wir wollen so lange wie möglich bei diesem Turnier dabei sein. Ein weiteres Schlüsselelement, die Auswechselspieler, die heute auch das Spielprofil geändert haben. Sind Sie zum Beispiel zufrieden gewesen mit der Leistung von Matej Jurasek? Matej Jurasek mit seinem Alter ist schon sehr weit. Er hat sehr viel Selbstvertrauen. Er ist stark am Ball, ist schnell, hat einen starken linken Fuß. Als Spieler, wenn er auf dem Rasen steht, da hat man bei den Angriffen gesehen, dass er sehr gut mit dabei war. Wir wollten eben mehr Flanken in den Strafraum bringen und ich denke, er hat noch eine große Zukunft vor sich. Vy jste si tam pak po zápase myslím něco vysvětloval s rozhodčinou, možná jste ho byl jenom pozdravit. Měl jste problém, dieses Spiel war auch etwas zerstückelt, oft unterbrochen, viele Emotionen. Sie sprachen auch am Ende noch mit dem Schiedsrichter, hatten Sie Probleme, Ihre Emotionen im Zaum zu halten? Antonín Barak hat auch noch mit dem vierten Offiziellen gesprochen, war sehr emotional. Ja klar, waren da viele Emotionen. Ich bin einfach nur noch froh, dass wir nicht auch noch eine gelbe Karte auf die Reservebank bekommen haben. Aber es war sehr schwierig, die Emotionen im Zaum zu halten, ganz klar. Wir haben viele gelbe Karten bekommen während des Spiels. Einige waren sicherlich nicht verdient, aber das kümmert jetzt nicht mehr. Wir müssen uns aufs nächste Spiel vorbereiten. Haben Sie nicht daran gedacht, Tomáš Hory einzuwechseln? Hätte er nicht vielleicht besser gepasst? Und was war los mit Lukáš Provod? Was war sein Problem? Nun, wir wollten Antonín Barak reinbringen. Ein Angreifer, der sich schnell bewegen kann, der flink ist und das war auch eine gute Entscheidung. Klar, nach dem Spiel ist man immer schlauer und kann dann über die noch bessere Lösung sprechen. Aber zu diesem Zeitpunkt wollten wir einfach jemanden, der vom Zentrum in den Angriff vorstoßen kann mit Tempo. Und klar, wenn man die ganze Zeit hoch und runter läuft, auch gegen die Konter braucht man eben jemanden, der schnell ist. Und deshalb waren die Auswechslungen so, wie sie waren. Aber ich denke trotzdem, dass Jorge bei diesem Turnier noch seinen Einsatz bekommen wird.
kvalitní utkání, ale stává se z něj Coach, was ist mit Robin Hanac? Er hat sehr gut gespielt, aber hatte so viel Pech. Was machen Sie daraus? Ich denke, er wird Glück haben beim nächsten Spiel. Er ist ein Spieler, auf den man bauen kann. Er hat große Qualitäten. Da war heute viel Pech dabei, auch im Spiel gegen Portugal. Aber er ist einer der Besten in Tschechien. Und ich glaube nicht, dass er noch lange bei einem tschechischen Verein bleiben wird. Wir sind sehr glücklich, dass er bei diesen großen Spielen hier Erfahrung sammeln kann, denn das wird seiner Karriere auch helfen. Wie sieht es aus in Bezug auf die defensive Ausrichtung? Da gab es ja Unterschiede im Spiel zum Vergleich gegen Portugal. Auch in Bezug auf das Spiel gegen Türkei werden Sie die Abwehrreihe nochmal verändern. Von dem, was wir hier mitgenommen haben, war es so, dass Kvaratskhelia der gefährlichste Spieler war. Sobald er den Ball bekam, ist er sofort losgesprintet und das war auf der linken Seite. Auf der rechten Seite gab es nicht so viel Gefahr, dank auch der guten Arbeit unserer Spieler. Wir konnten sie da gut weghalten, aber dann haben wir so viele gelbe Karten bekommen, dass wir eben ein paar Wechsel vornehmen mussten, denn wir wollten keine weiteren Karten riskieren. Was sagen Sie zu den Fans, die zahlreich hierher kommen, dass man das Team während der ganzen Zeit unterstützt haben, angefeuert haben? Ich möchte den Fans einfach ein riesiges Dankeschön sagen. Nach dem Spiel sind ja auch alle Spieler zu den Fans hingegangen, um zu danken. Ich möchte aber auch den georgischen Fans danken, denn es war eine unglaubliche Atmosphäre. Und in solch einer Atmosphäre zu spielen, das ist großartig. Deshalb möchten wir auch in diesem Turnier bleiben, um diese Atmosphäre so lange wie möglich genießen zu können. Ještě jsem se chtěl zeptat právě směrem k Turecku, na kolik očekáváte jiný zápas i z hlediska výstavby hry, jestli to bude něco mezi portugalským Mit Blick auf die Türkei erwarten Sie da ein anderes Spiel? Irgendwie so zwischen Portugal und Georgien. Ja, es wird ein komplett anderes Spiel werden. Die Türkei hat einen anderen Spielstil, 4 Verteidiger. Wir müssen sie also analysieren. Uns bleiben jetzt 3 Tage, um das vorzubereiten. Und ich erwarte ein ganz anderes Spiel, auch für uns eine andere Art anzugreifen. Sie haben auch gute Individualkönner. Spieler, die in den besten Ligen Europas und der Welt spielen. Also wir werden sehen.